LöwenTV wird Ihnen präsentiert von Eisenbach Tresore, der Trikotpartner des KSV Hessen Kassel. Dritter Spieltag in der Regionalliga Südwest, der VfB Stuttgart 2, heute im Aue-Stadion. Und da wissen wir, da ist noch eine Rechnung offen. Das letzte Spiel in der letzten Saison gegen die Stuttgarter endete 4:1 für die Gäste. Und die Löwen müssen heute die 3 Punkte einfahren, um auch den großen Rucksack etwas zu erleichtern, der ja aus -6 Punkten besteht. Und wir sind jetzt gespannt im Löwen-TV Spielbericht. Tja, aus der letzten Serie wissen wir, dass die zweite Mannschaft der Stuttgarter nicht leicht zu bezwingen ist. Das soll sich natürlich jetzt ändern hier im zweiten Heimspiel für die Löwen. Guter Angriff. Erste Möglichkeit hier mit der Flanke. Und Basti Schmäher kriegt den Ball nicht verwertet. Schlechtes Wetter hier im Aue-Stadion, was den Ball natürlich schwer zu kontrollieren macht. Die Gäste nach einer halben Stunde hier mit der Möglichkeit und der Abpraller wird verwertet direkt ins Tor. 1:0 für die Stuttgarter. Ziemlich durchwachsene Leistung der Löwen hier in der ersten Hälfte. Dadurch die Gäste besser am Zug und machen hier das erste Tor. Zweite Hälfte. Die Löwen kommen aus der Kabine etwas verändert. Und zwar nicht personell, sondern mental. Die Ecke, Bravo Sanchez. Die wird abgeköpft und Inge Merl aus der Drehung macht hier den Ausgleich. 66. Minute. Ingmar Merle trifft zum wiederholten Mal. Da kommt der Ball vor seine Füße und den dreht er genau rein unter die Latte. Die Löwen jetzt viel besser auf dem Platz. 4 Minuten später. Frederik Brill versucht hier durchzukommen und wird gefoult. Gute Position. Und das sollte ein Fall sein für Sascha Korb. Wir wissen, er kann es. Die Freistöße. Sascha Korb. Und er landet direkt im Tor, 2:1, 70. Minute hier. Sascha Korb macht's nochmal, wie auch vergangene Saison, den direkt verwandelten Freistoß. Den 0:1 Rückstand haben die Löwen hier gedreht. In der zweiten Hälfte besser auf dem Platz. 6 Minuten später trotzdem die Gäste nochmal am Drücker. Und dann gibt es hier einen Freistoß. Strittige Szene. Sind wir uns auch nicht sicher. Das schauen wir uns nochmal an. Aus unserer Sicht kein Foul von Sergej Vjuschkin. Sergej Vjuschkin hier geht in den Mann und dann kommt Freddy Brill. So kommt der Stuttgarter zu Fall. Es gibt den Freistoß. Und der wird abgefälscht. Unglücklich. 2:2. 76. Minute. Eine Viertelstunde noch für die Löwen. Aber nichts mehr zu machen. 1 Punkt holen die Löwen hier aus dem zweiten Heimspiel gegen Stuttgart 2. Ja, am Ende ein Unentschieden, 2:2 gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Freddy Brill, war harte Nuss bei schlechtem Wetter. Ist richtig, war eine harte Nuss. Die erste Halbzeit war sehr zäh von unserer Seite.
um die Frage, glaube ich, vorwegzunehmen, ob wir zufrieden sind. Ich glaube, grundsätzlich ist unser Anspruch zu Hause, die Spiele zu gewinnen. Mit dem Gedanken sind wir auch heute reingegangen, haben die erste Halbzeit klar verschlafen, muss man auch sagen. Umso bemerkenswerter aber dann die Reaktion in der zweiten Halbzeit, fand ich. Stuttgart nahezu gar nicht mehr zum Zuge kommen lassen. Ich glaube, wir waren klar spielbestimmt, haben dann auch meiner Meinung nach verdient das 2-1 gemacht. Ja, und dann kriegst du zurzeit einfach nichts geschenkt. Du wirst dann ein bisschen benachteiligt, glaube ich, beim Freistoß. Dann wird er noch abgefälscht, ansonsten hat Hardy ihn. Also ja, zurzeit kommt vieles zusammen, aber wir haben einen Punkt mehr als vorher. Und deswegen sind wir grundsätzlich positiv gestimmt. Was ist in der Halbzeit geschehen, dass ihr in der zweiten Hälfte besser aufgetreten seid? Ja, wir haben in der Halbzeit einfach besprochen, wie wir es weiter angehen wollen, wie wir es taktisch angehen wollen. Wir hatten auch für die erste Halbzeit eigentlich einen Plan. Den haben wir ja vielleicht nicht immer umgesetzt, deswegen sah es dann von außen auch ein bisschen passiv aus. Das haben wir zweite Halbzeit nochmal angesprochen, ja, haben uns berappelt und dann, glaube ich, haben wir es auch genau so umgesetzt, wie der Trainer es wollte. Und deshalb sieht man, wenn wir das machen, was uns vorgegeben wird und wozu wir fähig sind, ja, dann können wir hier zu Hause jeden Gegner schlagen. Also die Halbzeitansprache auch direkt mitnehmen, im Gedächtnis behalten für den kommenden Sonntag in Offenbach? Absolut, vor allen Dingen die Gegneranalyse mitnehmen. Wir haben einen Tag vor dem Spiel eine Gegneranalyse. Da wird klar gesagt, wie der Gegner spielt. Und ja, darauf müssen wir uns konzentrieren, dass wir wissen, wie der Gegner agiert und wie wir uns zu verhalten haben. Und wenn wir das machen, wiederhole ich mich gern, sieht man in der zweiten Halbzeit, brauchen wir uns vor keinem Gegner zu verstecken. Dann wollen wir hoffen, dass ihr das umsetzt und dass ihr das gut auf den Platz kriegt. Und wir sehen uns hier wieder bei LöwenTV im Aue-Stadion gegen Schott Mainz am 23. August, 19 Uhr, hier im Aue-Stadion. Bis dahin eine gute Zeit. Danke. Bis dann.